Einige von Ihnen, liebe Zuschauer, werden es noch kennen. Der typische Zweitakter-Abgasgeruch lag nämlich an diesem Wochenende in Dornbirn in der Luft. Grund waren die 250 DDR-Oldtimer, die zum mittlerweile 20. Wartburg-Treffen zusammenkamen. Vom legendären Melkus bis hin zum 312er in der Camping-Variante waren Fahrzeuge zu sehen, zu hören und eben auch zu riechen. Jedes Jahr kommen sie wieder nach Dornbirn und stellen ihre Schätze aus. Die Wartburg-Liebhaber. 250 waren es auch dieses Jahr wieder. Also die Leute reisen von Ungarn an, das waren Mittwochabend schon die ersten Gäste, und England aus Schottland mit dem Trabi auf eigener Achse. Und sogar dieses Jahr ist ein Herr da, der ist aus Los Angeles, der hat dort 16 Wartburg-Fahrzeuge, also Exportfahrzeuge, die damals in die USA exportiert wurden. Die hat er halt aufgekurft in New York und in Texas, überall mit den Hausgästen sehr lange gesprochen. Und der wollte unbedingt mal nach Dornbirn, weil er eben selbst dort gehört hat, dass das ein sehr großes Treffen ist und sehr beliebt. Und das ist schon toll, wo die Leute alle herkommen. Schweden, Belgien, ist irre. Also. So treffen sie sich also alle Jahre wieder und genießen das gemeinsame Hobby. Ach, simpeln und das gemütliche Beisammensein. Ich bin jetzt also nicht gerade der Autofreak, aber irgendwie macht es schon Spaß. Ja. Ja. Wenn ich einen alten Opel hätte, würde ich zu Opel-Treffs fahren, aber jetzt bin ich auf Wartburg eingesporen. Ja. Nebenbei bin ich auch noch Eisenbahnfreund, da gibt es auch noch ein paar Treffen im Jahr und Sonderfahrten. Und muss nicht immer Eisenbahn sein, ja, wenn man schon aus Beruf macht. Ich bin Lokführer, ja, und da kann man mal mit abschalten, mal so ein Wochenende. Außerdem will man natürlich seine gelungene Arbeit auch mal vorzeigen und sie nicht nur in der Garage stehen haben. Oft waren tausende Arbeitsstunden nötig, um die alten Wagen zu restaurieren. So wie bei diesem Wartburg 312 Camping. Sein Besitzer Uwe Haufe hat 2 Jahre an dem ehemaligen Firmenwagen gebaut und geschraubt, bis er wieder damit zum Camping fahren konnte. 45 PS sind ausreichend für eine Reisegeschwindigkeit von 100 km/h. Und wenn es bergunter geht, können es auch mal 120 werden, aber dann ist er recht laut. Mit seiner Frau hatte Uwe Haufe während der 2-jährigen Bauzeit eine besondere Vereinbarung getroffen. Ich habe das Auto gekauft als Fahrzeug im schlechten Zustand und habe mit meiner Frau eine Abmachung getroffen. Ich habe gesagt, ich baue das Auto auf und wenn es fertig ist, fahren wir gemeinsam zur Kirche und heiraten. Und ab diesem Moment hatte ich Zeit, das Fahrzeug zu restaurieren. Sie hat die Hochzeit vorbereitet und 2 Jahre später sind wir gemeinsam mit diesem Wagen zur Kirche gefahren und haben das Jawort ausgetauscht. Seitdem sind wir glücklich verheiratet und das ist unser Familienmitglied. Die Abwrackprämie bekommt uns nicht zu fassen. Etwas schneller als mit dem Camping Wartburg geht es da schon mit diesem Melkus voran. Das ist ein RS-1000, wobei dieses Fahrzeug das zweite der jemals gebauten Produktion ist. Originalfahrzeug von 1969, ist im letzten Jahr restauriert worden. Wo haben Sie den denn aufgetrieben? Den Wagen habe ich seit 17 Jahren, kurz nach der Wende also gekauft. Und damals gab es die eben noch. Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, habe ich gesehen. Wie kommt man denn jetzt dazu, aus den alten Bundesländern sich jetzt einen Wagen aus dem Osten zu kaufen? Weil es einfach schöne Autos sind. Insgesamt 101 Automobile dieses Typs entstanden trotz der schwierigen materialwirtschaftlichen Lage in der DDR. So wurden zum Beispiel die ganz normalen Blinker und Rücklichter verbaut. Die Firma Melkus gibt es übrigens auch heute noch. Es sind jetzt nochmal 15 Autos in dieser Konfiguration gebaut worden und nochmal 5 Fahrzeuge von derselben Karosserieform mit einem modernen Triebwerk drin. Ja. Jetzt aber steht das neue Projekt an der RS2000, der auf der IAA präsentiert wird. Ähnliche Karosseriestruktur, auch wieder mit Flügeltüren, neues Konzept aber oben drin sogar mit Targa-Dächern, aber mit einem modernen Triebwerk. Auch das aber wieder ein leichter, kleiner Sportwagen. Kann man sich schon drauf freuen. Highlight des Wartburg-Treffens war aber ein Melkus, der von Organisator Marco Brauer persönlich umgebaut wurde. Er ist nicht geschlossen mit Flügeltüren, sondern ist als reiner Zweisitzer Cabrio konzipiert und hat als große Besonderheit nicht nur einen Motor, sondern 2 Wartburg-Motoren. 2 Wartburg-Motoren, das heißt natürlich doppelte Leistung. Auf über 100 PS schafft es der quasi Viertakter. Bis 1989 wurden Wartburgs gebaut. Nach der Wende wurden sie dann geradezu verschleudert. Aber viele besinnen sich heute wieder darauf, was sie an ihren Autos geschätzt und geliebt haben.